Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt der Kanzlei Field Fischer. Sie erreichen mich unter dennis.hillemann@fieldfischer.com. Heute geht es wieder um das Thema Überbrückungshilfe. Wenn Sie sich um das Thema interessieren, dann lade ich Sie herzlich ein, den von mir gegründeten Netzwerk unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de beizutreten. Das ist ein kostenloses Netzwerk zum fachlichen Austausch, bei dem wir auch sehr viele Informationen teilen, sehr viel teilen aus unserer Arbeit bei Field Fischer, was wir lernen, allgemeine Fragen beantworten und einen fachlichen Austausch unter prüfenden Dritten ermöglichen. Ich würde mich freuen, wenn Sie beitreten. Wie schon einmal gesagt, Sie erreichen dieses Netzwerk unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Sie können auch tatsächlich in Ihren Browser Ü eingeben. Überbrückungshilfe wusste ich früher auch nicht. Der wandelt das dann um. Also www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. In der heutigen Folge möchte ich zum Jahresausklang, heute ist der 28. Dezember, als ich das aufnehme, noch einmal auf das Jahr 2023 bei der Überbrückungshilfe zurückblicken und dann einen Ausblick wagen in das Jahr 2024. Ja, 2023 war ein schon bewegtes Jahr bei den Überbrückungshilfen. Wir haben hier bei Field Fischer viele neue Widerspruchs- und Klageverfahren für Mandanten einreichen müssen, weil es bereits viele Ablehnungen und Rückforderungen gab. Wir begleiten auch schon viele Mandanten bei den Schlussabrechnungen und lösen dort komplexe rechtliche Fragen. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich nur leider eine Ouvertüre für das, was uns in 2024 droht. Aber der Reihe nach. 2023 war schon dadurch geprägt, dass sich die relativ harte Praxis der Bewilligungsstellen fortsetzt. Dass also weiterhin sehr stark und sehr hart geprüft wird, mit der Folge, dass es viele unangenehme Nachfragen gab. Viele Bewilligungsstellen haben sich dabei im Lauf des Jahres personell aufmunitioniert, das muss man so sagen. Vermutlich ist das auch ein Grund dafür, dass die Fristen für die Einreichung der Schlussabrechnung immer weiter verlängert worden sind, nämlich eben diese Aufmunitionierung, die notwendig war. Gleichzeitig natürlich aber auch die Überlastung der Steuerberater. Und heute haben wir viele Bewilligungsstellen, die jetzt bei ihrer Arbeit auf große Beratungsgesellschaften setzen, die sie dort unterstützen. Das sind vor allem Beratungsgesellschaften der Big Four-Gesellschaften, die Sie alle kennen. Und das führt dazu, dass dort viele junge Menschen sitzen, die verdammt viel Zeit haben und deswegen sehr intensiv prüfen können. Und was sich gezeigt hat, ist, dass diese Prüfungen, die ja schon bei der Überbrückungshilfe 4 sehr stark zugenommen haben, sich nun auch in den Schlussabrechnungen fortsetzen und auch in dem Nachgang zu bereits eingereichten Anträgen. Es wird im Detail praktisch alles geprüft, was geprüft werden kann. Das fängt an beim Thema Unternehmensverbund, das bleibt eines der Kernthemen, dazu gleich mehr. Geht dann über die betriebswirtschaftlichen Auswertungen in die einzelnen Fixkostenpositionen rein und geht dann weiter über die Prüfung von Handelsregistern, Transparenzregistern, um zu schauen, ob die Angaben wirklich 100% stimmen. Diese Prüfungen sind dabei so detailreich, dass manche Steuerberater, wie wir im Rahmen unserer Arbeit bei Field Fischer erfahren haben, tatsächlich alle Rechnungen, die als Fixkosten geltend gemacht worden sind im Rahmen der Überbrückungshilfen, einreichen mussten. Zum Teil auch für jede Rechnung einzeln begründen mussten, warum die Ausgaben betriebswirtschaftlich notwendig waren. Das ist tatsächlich ein Wahnsinn. Und es ist ein Ausblick auf das, was uns in 2024 dann alle erwartet,
wenn die Hunderttausenden von Schlussabrechnungen tatsächlich dann alle eingereicht sind. Es gab ein paar Themen, die dieses Jahr ganz besonders geprägt haben. Auf diese gehe ich ja auch in den einzelnen Episoden ein. Deswegen für diejenigen, die das hier hören, möchte ich es relativ kurz halten. Alle anderen lade ich gerne ein, sich die anderen Episoden von Recht im Ohr anzuhören oder auch auf meinem YouTube-Channel vorbeizuschauen und einmal dort zu hören, wie ich das Thema im Einzelnen betrachte. Das sicherlich absolute Kernthema der Überbrückungshilfen in 2023 und es wird auch das in 2024 bleiben, ist das Thema des Unternehmensverbundes. Das betrifft vor allem, aber nicht nur, familiäre Konstellationen, in denen Familien in verschiedenen Gesellschaften zusammenarbeiten, auf verschiedene Weise unternehmerisch miteinander verbunden sind. Und hier gibt es eben eine sehr harte Praxis, dass bei Familien immer unwiderlegbar eine gemeinsam handelnde Gruppe angenommen wird. Und dadurch der Weg zur Annahme eines Unternehmensverbunds mit dramatischen Folgen für die Frage, welche Kosten überhaupt noch förderfähig sind, dieser Weg sehr einfach eröffnet ist für die Bewilligungsstellen. Und wir sehen in den jetzt schon eingereichten Schlussabrechnungen, dass es sehr hart geprüft wird. Und deswegen unbedingt nochmal an alle, die dieses Thema haben, die Empfehlung, sich hier vor Einreichung der Schlussabrechnung Rat einzuholen, wenn dieses Thema bisher nicht behandelt wurde und hohe Rückforderungen sonst drohen konnten. Sie müssen damit rechnen, dass dieses Thema adressiert wird. Und Sie müssen auch damit rechnen, dass manche Bewilligungsstellen, wenn sie dann nachträglich einen Unternehmensverbund erkennen bei Ihnen, dass manche Bewilligungsstellen dann sogar Strafanzeigen stellen. Deswegen bitte unbedingt beim Thema Unternehmensverbund aufpassen. Hören Sie sich dazu gern die Einzelfolgen an, die ich entweder alleine oder mit meiner Kollegin Tanja Ehls aufgenommen habe. Das Thema wird auch 2024 virulent bleiben. Es wird auch deswegen im hohen Maße virulent bleiben, weil es ja auch Ungleichbehandlungen gibt, wie wir ja im Sommer und dann vor allem durch Einsicht in Unterlagen des Bundeswirtschaftsministeriums herausgefunden haben, sind Schaustellerfamilien ja davon ausgenommen. Für die gilt die Annahme einer gemeinsam handelnden Gruppe bei Familien, die unwiderlegbar sein sollen, nicht. Ausnahme dauert wieder Ehegatten, also alles sehr durcheinander. Und ich glaube, das wird eine der großen Kernfragen sein, bei der wir sicherlich auch noch viele Gerichtsverfahren erleben müssen, bis dann vielleicht das Bundesverwaltungsgericht oder Bundesverfassungsgericht am Ende das letztverbindlich klären. Es sei denn, worauf ich sehr hoffe, die Politik schwenkt früher um und erkennt, dass diese Diskriminierung von Familien aus unserer Sicht wieder rechtmäßig ist. Darüber kann man natürlich immer vortrefflich streiten, aber ich bin da guter Dinge, dass wir super Argumente haben. Aber vor allem ist sie politisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Deutschland ist auf dem Rücken von Familienunternehmen in seinem wirtschaftlichen Erfolg aufgebaut. Und diese Diskriminierung von Familienunternehmen geht so nicht weiter. Wie gesagt, wer sich dem Thema jetzt noch einmal intensiv beschäftigen möchte, den lade ich gerne ein, sich nochmal meine Einzelepisoden dazu anzuhören. Das nächste große Thema, was uns sicherlich sehr beschäftigen wird, wird das Thema des Corona-bedingten Umsatzeinbruchs bleiben. Die Thematik kennen viele Steuerberaterinnen und Steuerberater bereits aus der Überbrückungshilfe 4, wo es häufig zumindest ab März 2022 oder spätestens ab April 2022 für die Folgemonate Ablehnung von Anträgen gab, mit der Argumentation, dass der Umsatzeinbruch nicht Corona-bedingt sei. Die Pandemie war ja schließlich doch vorbei, nachdem die Ministerpräsidenten die staatlichen Beschränkungen aufgehoben haben. Wir alle wissen, dass das einfach Unsinn ist. Aber diese Thematik erstreckt sich jetzt bei den Überbrückungshilfen und den Schlussabrechnungen noch viel weiter, weil auch bei der Überbrückungshilfe 3 und ganz besonders bei der Überbrückungshilfe 3+, prüfen die Bewilligungsstellen intensiv, ob der geltend gemachte Umsatzeinbruch tatsächlich Corona-bedingt ist und stellen dazu sehr intensive und unangenehme Nachfragen. Ich fürchte, diese Thematik ist daher nicht weg. Und der nächste große Themenkomplex, der uns 2023 beschäftigt hat, der auch 2024 weitergeht, ist dann die Anerkennung von einzelnen Fixkostenpositionen, in der Regel sehr hohe Fixkostenpositionen, beispielsweise für Umbaukosten von Hotels oder Restaurants,
Auch hier einer großzügigen Praxis in 2020, 2021 folgt auf einmal die Ernüchterung im Rahmen der Schlussabrechnung, weil diese Kosten dann massiv in Frage gestellt werden und auch hier sehr hohe Rückforderungen drohen. Sie sehen also, es ist leider wirklich ganz viel los. Und das wird sich 2024 so fortsetzen, denn die Beauftragungen der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Bewilligungsstellen zu unterstützen, sind erfolgt. Personell und technisch ist alles entsprechend aufgerüstet. Es ist also da, sie kommen davon nicht weg. Und vor allem natürlich spielt hier auch eine große Rolle die Problematik, dass wir natürlich jetzt auch eine andere Haushaltslage haben, mit der Folge, dass vielleicht nicht mehr so viel Geld da ist. Es ist ein bisschen unklar, wenn man sich mit Haushaltsrecht beschäftigt, in welchen Titeln die Überbrückungshilfen eigentlich genau stehen und wie der Haushaltsstreit in Berlin darauf jetzt Auswirkungen hat. Aber gleichwohl ist das eine Thematik, die sicherlich dazu führen wird, dass der Staat jetzt nicht freudestrahlend noch hohe Nachzahlungen vornehmen wird, sondern es ist eher damit zu rechnen, dass er im hohen Maße entsprechend Rückforderungen vornehmen wird, also diese Praxis sich nicht ändern wird. Deswegen glaube ich, dass viele Unternehmen in 2024 noch böse Überraschungen erleben werden und mit ihnen natürlich die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die die Anträge gestellt haben und die Unternehmen redlich begleitet haben. Denn wie wir aus unserer Beratung wissen, viele Steuerberaterinnen und Steuerberater haben die Schlussabrechnung nicht eingereicht. Sie haben Fristverlängerungsanträge gestellt, dann können die Schlussabrechnungen bis zum 31. März 2024 eingereicht werden. Und sie warten noch so ein bisschen ab, was passiert oder hatten andere Dinge zu tun. Und ich glaube, die große, große Panik kommt dann erst in den nächsten Monaten. Und ich glaube, auch dann werden Sie auch sehr überrascht sein, wie viele Nachfragen der Bewilligungsstellen kommen, wie viele Rückforderungen kommen werden. Die Zahl der Klagen, der Widerspruchsverfahren wird sicherlich nochmal massiv steigen, was unangenehm ist, was aber vielleicht noch einmal eine Aufmerksamkeit von Medien und Politik auf dieses Thema lenkt und dazu führen könnte, so zumindest meine Hoffnung, dass das Bundeswirtschaftsministerium noch einmal umdenkt und sich die Förderbedingungen in einzelnen Teilen noch einmal genau anschaut, ob sie nicht zu Fehlentwicklung führen können. Manchmal werde ich gefragt, ob ich glaube, dass die Bewilligungsstellen noch einmal die Frist verlängern werden, also über den 31.03.2024 hinaus. Ich persönlich glaube das eher nicht. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich würde darauf nicht wetten. Hintergrund ist zum einen, dass Deutschland natürlich Reportingpflichten hat an die EU, die nicht auf ewig aufgeschoben werden können. Das zweite ist selbstverständlich, dass es jetzt eben diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Beratungshäuser gibt, die entsprechend ja beauftragt sind, die Personalkapazitäten zur Verfügung halten müssen, wo die Leute also da sitzen und auf die Aufgaben warten. Und wenn man dann die Frist zur Schlussabrechnung immer weiter nach hinten verlängert, dann kommen dann auch in vertragliche Konflikte mit diesen Beratungsgesellschaften, die sich dann praktisch bezahlt werden müssen, wo vielleicht noch gar nicht so viel zum Arbeiten da ist. Also ein schwieriges Thema. Und das Dritte ist, dass die Haushaltsthematik das meines Erachtens nicht offen lässt und gleichzeitig auch die Erfahrung zum Beispiel mit der Grundsteuer gezeigt haben, dass ein immer weiter Hinausschieben der Fristen dazu führt, dass die Menschen es dann irgendwann überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Schon jetzt haben wohl über 100.000 Unternehmen, die eine Schlussabrechnung einreichen müssen, einfach gar nichts gemacht. Sie haben keine Schlussabrechnung eingereicht, sie haben auch kein Organisationsprofil eingelegt und eine Fristverlängerung beantragt, was notwendig gewesen wäre eigentlich bis zum 31. Oktober 2023. Die Unternehmen haben jetzt noch einmal eine letzte Frist bis zum 31. Januar 2024 bekommen. Danach wird dann aber Schluss sein. Und die Folge wird sein entsprechend, dass hier wahrscheinlich zehntausende Unternehmen eine Rückforderung vor sich sehen und dementsprechend hier schon unter diesem Gesichtspunkt dann wahrscheinlich eine hohe Welle von Rückforderungen im ersten Quartal 2024 kommt.
Also das ist eine schwierige Thematik, bei der wir alle noch einmal diejenigen, von denen wir wissen, dass sie Schlussabrechnungen eingereicht haben und dass sie es ja nicht gemacht haben, darauf hinweisen müssen, dass sie an diese Schlussabrechnung unbedingt denken. Worauf warten wir bei Fried Fischer? Was machen wir? Wir arbeiten in unseren Widerspruchs- und Klageverfahren natürlich weiterhin für unsere Mandanten. Wir haben sehr große Schriftsätze entwickelt, sehr viele Argumentationslinien. Und das Schöne ist, dass wir aus einem erfolgreichen Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz viele interne Unterlagen des Bundeswirtschaftsministeriums erhalten haben, die öffentlich nicht zugänglich sind, in denen das Bundeswirtschaftsministerium mit den Bewilligungsstellen korrespondiert, Anweisungen gibt, Fragen beantwortet, viele Einzelsachverhalte klärt. Und daraus können wir natürlich viel gewinnen für die Klage- und Widerspruchsverfahren, die wir betreuen. Das nutzen wir bereits jetzt und werden wir in 2024 noch viel intensiver nutzen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Argumentation immer weiter auszubauen, denn je mehr Mandanten da sind, das ist eben vielleicht das Positive für diejenigen, die dann bei uns in Betreuung sind und sicherlich auch bei anderen Anwälten, die viele Überbrückungshilfefälle haben. Da ist einfach der Vorteil, wenn Sie eine Kanzlei haben, die viele Fälle hat, dort kriegen Sie große Argumentationen hin und natürlich viel Fachwissen, das dann eben von dem einen Mandat auf das andere übertragen wird. Und deswegen blicken wir trotz aller Sorge, was da auf die Steuerberaterinnen und Unternehmer zukommt, wir zumindest positiv insoweit in die Zukunft, dass wir glauben, dass wir für unsere Mandanten das Beste machen können, was dort geht. Und sicherlich wird es in 2024 dann auch die ersten Gerichtsentscheidungen geben von den Verfahren, die wir betreuen. Nicht alle Verfahren werden entschieden werden. Viele Verwaltungsgerichte sind weiterhin komplett überlastet mit dem Thema, mit anderen Klagen, mit noch offenen Asylstreitigkeiten, mit ganz viel anderem Zeug, sodass nicht überall mit schnellen Terminen zu rechnen ist. Aber es wird Termine geben, es wird Entscheidungen geben. Es wird manchmal in die zweite Instanz gehen. Es wird vielleicht manchmal dann auch in die nächsten Instanzen gehen. Und daraus werden wir wiederum viele Erfahrungen sammeln, die wir dann verwenden können. Und ich hoffe, dass wir bei den Verwaltungsgerichten die Erkenntnis durchbekommen, da bin ich auch zuversichtlich, dass diese Überbrückungshilfen was anderes sind als sonst im Fördermittelrecht. Ansonsten im Fördermittelrecht ist es ja so, dass sie nicht alle Unternehmen reihum fördern, sondern die müssen einen Antrag stellen, zum Beispiel für energetische Modernisierung, für Infrastruktur, neue Anlagen, die sie fördern wollen, vielleicht für Arbeitsplätze. Das ist immer sehr punktuell. Und das ist hier schon mal bei den Überbrückungshilfen ganz anders, weil sie praktisch alle Wirtschaftsteilnehmer fördern. Und diejenigen, die diese Überbrückungshilfen nicht bekommen, schon einmal in einem klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber allen anderen sind. Das spricht dafür, dass das strukturell was anderes ist. Das Zweite ist, bei anderen Förderprogrammen ist verdammt viel Ermessen für die Bewilligungsstellen eingeräumt. Ob etwas wirtschaftlich sinnvoll ist, ob etwas einen Anreizeffekt für eine wirtschaftliche Entwicklung in einer Region hat, oder ob etwas Forschung und Entwicklung fördern kann. Da ist ganz viel Ermessen drin. Die Systematik der Überbrückungshilfen ist ganz anders. Wenn Voraussetzung X vorliegt, wenn also Umsatzeinbruch vorliegt, Fixkosten vorliegen, kein Unternehmen in Schwierigkeiten und so weiter, dann gab es die Förderung. Dieses Ermessenskomponente ist da gar nicht dran. Und ich glaube, die Verwaltungsgerichte müssen das noch viel stärker erkennen, als sie es bisher getan haben, dass wir es hier mit einer strukturell anderen Wirtschaftsförderung zu tun haben, mit der der Staat zulasten der Unternehmen, die entweder die Überbrückungshilfen nicht erhalten oder sich jetzt hohen Rückforderungen gegenüber sehen, dass der Staat dort entsprechend hier ganz anders in das Wirtschaftsleben eingreift als bei solchen punktuellen Förderungen und deswegen die Verpflichtung zur Gewährung der Überbrückungshilfen oder zum Belassen der Überbrückungshilfen in Rückforderungsfällen eine ganz andere sein muss als in anderen Förderfällen. Also das wird insoweit ein spannendes Jahr, bei dem wir tiefgreifende europarechtliche und verfassungsrechtliche Argumente ausgearbeitet haben. Persönlich macht es mir immer noch Spaß, mit Steuerberatern und Unternehmen zu arbeiten, auch wenn die natürlich in einer Notlage zu mir kommen, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich lerne so viele Branchen kennen, so viele verschiedene Menschen,
Es gibt so schönes Feedback von den Steuerberatern, die sagen, dass sie sich verstanden fühlen, von den Unternehmen, die fühlen, dass wir für sie kämpfen. Das macht wirklich Spaß und Freude und auch dem Team große Freude, dass ja bei mir, bei Feedfisher nur noch einmal in 2023 erheblich gewachsen ist. Und diesem Team muss ich große Dankbarkeit aussprechen. Tanja Ehls, Joscha John, Ronja Hoffmann, den wissenschaftlichen Mitarbeitern Hetty Kleen, Arne Lemke, Ivo Mantai, dann auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die über die Jahre bei uns waren, Janis Helm, Tom Buchholz, die Anni, Ann-Kathrin Höhn. Es war ein ganz tolles Team, die da ganz viel gemacht haben und uns super geholfen haben in diesem Bereich. Und wir sind auch jetzt als Team super aufgestellt und werden deswegen auch in 2024 hier viel machen können. Aber vielleicht für alle, die das hören und denken, Mensch, dann rufe ich den Illemann mal Anfang März 2024 für meine problematischen Fälle an. Denken Sie bitte dran, hier rufen eine ganze Menge Leute bei uns an. Wir helfen echt einer Menge Unternehmen und Menschen. Und ich fürchte, so ab Anfang Februar, Mitte Februar wird es richtig in die Höhe gehen, sodass ich nicht mehr allen sofort dann helfen kann und es vielleicht auch Absagen gibt. Deswegen, wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie lieber früher auf uns zu. Ich bedanke mich auch natürlich bei den Mandanten und den Steuerberatern für das Vertrauen und die super Zusammenarbeit in 2023. Freue mich da auf 2024. Und natürlich danke ich auch allen Hörerinnen und Hörern auch für das Feedback, das ich bekomme. Schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Wir werden sicherlich auch mal wieder über andere Themen als Überbrückungshilfe reden, insbesondere natürlich über das Thema künstliche Intelligenz und den AI Act der Europäischen Union, ein Thema, was mich sehr bewegt. Aber ganz klar ist natürlich auch, das Thema Überbrückungshilfe wird weiter im Fokus bleiben. Ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang, einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Ihr Dennis Hillemann. Wie gesagt, wenn Sie mich kontaktieren möchten, dann gerne unter dennis.hillemann@fieldfischer.com. Fischer wie das englische Fischer, also ohne SCH. Und noch einmal die Einladung, treten Sie gerne dem Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de bei. Bis 2024. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.